So, herzlich willkommen und moin moin liebe Leute, schön, dass ihr dabei seid. Neue Runde hier natürlich wieder von der Map Marsch am Samstagabend. Ja, immer noch Livestream Samstagabend, XXL Folgen. Dann, ja, warum nicht, ne? Können wir ja ein bisschen was schaffen und so den Samstagabend auch ganz gut auf der NF Marsch verbringen. Also, ja, ne, hat glaube ich auch keiner im Livestream scheinbar was dagegen. Beim ordentlich hinlegen hier, Füße ablegen auf dem Home-Trainer. Bequemer. So. Ja, ich bin jetzt gerade so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich wollte doch auch immer noch den großen Schafstall bauen. Den Schafstall 800 auf der Insel oben. Das haben wir, glaube ich, immer noch nicht gemacht. Der hat jetzt Kollision. Also im letzten Update, im letzten Fix-Version vom Modpack kommt zum Download am Sonntag, den 2.7. kam. Am Sonntag, den 2.7., je nachdem, was ihr jetzt gerade seht oder hört. Und dann könnte man natürlich überlegen, ob man diese sich in der Reproduktion befindenden Schafe, dass man davon da ein paar hinbringt, ne? Wird ein bisschen schneller gehen. Und damit wir die richtige Schafsproduktion da oben im Norden mal hinkriegen. So, wir fahren mal ein bisschen was. Was zum Schlachten. Das mache ich jetzt aber. Bin sogar an einem Geburtstag. Wie, wann? Heute oder morgen? Max hat sich gefreut, dass Marsch ist. Das freut mich zu hören. Danke dir. Ich habe eine verletzte und eingeklemmte Person gespielt. Okay, haben sie dich dann auch irgendwo eingeklemmt? Aber gut, man muss ja echt üben. Ist ganz wichtig, auch dieses Training. Wird man dann auch nachher wahrscheinlich ein Stück weit analysiert, was war gut und was war nicht so gut, oder? Morgen, achso. Das ist ja gleich, ne? Das auf den anderen Stall abreißen? Nö, wollte ich gar nicht. Das macht keinen Sinn. Nö, nö. So. Landschaft 15.000 von 80.000 haben wir jetzt hier. Da wird aber wieder ordentlich Wurst gemacht, ne? Weil jeder Produktionszweig hat ja auch immer ein bisschen Nebenprodukte im Bereich Wurst. Und daher, das läuft. Dann bitte Schafe. Das wollen wir noch mal gucken. Was kostet ihr denn eigentlich? Weil die Idee, ich gehe mal kurz hier nach oben, ne, im Norden. Hier wollten wir noch ein bisschen aufrüsten. Wir haben hier den einen Schafstall. Hat immerhin schon mal 324 von 600. Da haben wir natürlich auch noch ein bisschen Platz für mehr. Aber das kommt schon. Die reproduzieren sich ja auch und irgendwann sind es mehr. Hier reproduzieren sich bald wieder einige und die anderen sind halt noch jung. Aber wir haben hier die ersten hingebracht und dann, glaube ich, wollten wir, dass sich das reproduziert. Hier haben wir den größeren Hühnerstall. Da fehlt uns halt auch noch ein bisschen was, bis wir da an die Bereiche kommen, wo man regelmäßig auch Tiere wegholen kann. Und hier haben wir noch diese schöne Wiese, wo der große Schafstall hin soll. Schafe. Dafür habe ich den damals extra gebaut, als ich den Mod gemacht habe. Dass der ziemlich genau hier reinpasst, ne? So war die Idee. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass der Misthaufen vermutlich ein bisschen zu weit weg ist. Aber so ungefähr. Der Misthaufen von der einen Seite kann er wahrscheinlich noch ein bisschen näher an den anderen Stall. Mit Glück connectet er aber auch mit allen. Ne? $400.000 kostet, das können wir uns gerade so leisten. Ja, ich mache das mit. Da stört der Misthaufen.
Dann machen wir das so. Gut, gut. Dann haben wir ihn. Geldtechnisch. Ich wollte sagen, fällt es ja gar nicht auf, ne? Naja, fällt schon ein bisschen auf. Ich würde hier nicht jetzt nur durch den Stall fahren, sondern wir machen gleich ein bisschen Landschaftsbau hier. Landschaftsbau. Malen. Erde, ne? Wir werden dann hier einmal eine grüne Strecke wahrscheinlich bauen. Und im Stall ist es dann eine graue Strecke oder hier eine orangene Strecke. Dann fällt das da hinten wieder zusammen. Das ist ja auch in Ordnung. So. Hier wollte ich eigentlich auch schon mal gemalt. Ach, damit male ich den Mist wieder weg. Wie ärgerlich. Ist dann einmal so. Da muss eigentlich auch Matsche rein, ne? Gefällt mir dann besser. Und da haben wir, mit dem haben wir Kies. Hier könnte man so einen kleinen Grün noch übrig lassen. Pflanzt mal einen Baum rauf oder was der denn nachher im Weg steht. Lieber, besser ist, wir lassen das. So ungefähr. Natürlich kann man auch wieder überlegen, dass man hier noch den einen oder anderen Baum hinpflanzt und das ein bisschen dekoriert. Hier ein Bäumchen und da ein Bäumchen. Ich weiß, hier könnte auch überall noch runterrum. So, mal erstmal so. Und ...400.000 Nahrung, 250.000 Stroh, 100.000 Wasser. Und dann können wir nämlich auch demnächst, vielleicht ja sogar heute Abend, hier ein bisschen ein paar Sachen einfahren, ne? Auf jeden Fall müssen wir mit ein paar Schafen hier rüber. Ach, der Windhaufen connected. Wollen wir mal gucken. Nö. Hühnerstall 2000, Fettschafstall Insel. Weiß ich nicht, ob man das nachträglich machen kann. Also wir können den mal kurz verkaufen. Und den nochmal neu connecten, weil ich könnte ja noch ein bisschen hier rüber, aber ich weiß nicht genau, wo wir gucken mal an. Warte mal. Silo, Silo Erweiterung, Misthaufen Extension. Also hier wird es hingehen, das Problem. Ich habe natürlich ein bisschen blöd, dass da. Hier wird vielleicht auch noch gehen. Müsste vielleicht für den auch noch reichen. Man kann leider nicht sehen, bevor man platziert, mit wem man connected, ne? Bisschen schade. Da ist ja jetzt eh nichts mehr drin, nachdem ich den leer gemacht habe. Meine Person mal kurz aus dem Weg latschen. Jetzt hier auf die Ecke gesetzt. Dann habe ich ein bisschen näher dran. Kann trotzdem noch an der Seite gut vorbeifahren. Hühnerstall 2000, Schafstall Insel. Klappt leider nicht. Ich
Ich kann mir natürlich die 15.000, die man jetzt verschenkt, durch das mehrfache Platzieren, kann ich mir zur Not gleich wieder gut schreiben. Boah, ich glaube auch daran soll es nicht scheitern. Ich sehe gerade, muss ich hier überhaupt ran? Gut, ich muss da längst wegen dem Futter. Weil hier bin ich wahrscheinlich von dem Schafstalldeich ein Stück zu weit weg. Wir können aber da die Lücke ein bisschen kleiner machen zum Fahren. Das müsste gehen, solange man da noch durchkommt. Könnte man leicht auf ungefähr auf die Höhe gehen. In der Hoffnung, dass wir da jetzt mehr drin stehen haben. Eine Fetthühnerstall. Schafstallinsel. Immer noch Schafstallinsel? Kann ich den... Ach, müsste ich wegfräsen, wobei man kann ihn hier entfernen lassen, ne? Nicht, dass er erst... Ne, der ist ja auch, wenn der Stall noch nicht produktiv ist, wird er ja trotzdem connecten, oder? Sonst müsste ich schnell einen Silohaufen machen, der ein bisschen mehr Reichweite hat, also hier Misthaufen. Das nervt ja, ich möchte nur einen Misthaufen hier haben. Hier zu platzieren, ist auch mal eine Idee, wenn ich da nicht im Weg stehen würde. Leg ich doch mal. Ansonsten können wir auch da einen platzieren, ne? Aber dann laufen die Tiere da rein. Wir haben einen Zaun davor, ist vielleicht auch nicht so schön. Wir haben aber schon mal ganz schön. Muss man schon mal merken hier, ne? Irgendwie kriegen wir das hin, hoffentlich. Also Gebäude, Silo-Erweiterung. Einmal die Misthaufen-Extension hier. Vengeance. Also hier können wir natürlich, müssen wir dann ein bisschen mehr rumcruisen in der Kurve, aber es würde natürlich auch gehen. Komplett bis ran an den Zaun. Fettschafstallinsel, Fettschafstall 800, Fetthühnerstall 2000. So muss es sein. Vielen, vielen Dank. So ist es ein hervorragend platzierter Misthaufen. So, jetzt machen wir hier vorne aber noch mal schnell wieder ein bisschen Deko. Das ist nur der jetzt Kies ist, das triggert auch so ein bisschen, ne? Das auch triggert, gerne melden. Mal gucken, was man hier kann. Man ja später auch noch irgendwas Kleines platzieren. Kann ja durchaus irgendwas hin. Da kommen jetzt auch wieder ein Baum hin. Da müssen wir mal gucken, dass wir hier vorbeifahren können. Da würde ich dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr hier reinkommen. In dem Bereich. Das passt schon, ne? Da kommen wir rundherum. Kann die beiden Richtungen weg. Ich glaube, das ist ganz gut. Und Misthaufen ist nur vor allem mit allem, was hier rumsteht, connected. Noch ein Windrad? Ach so.
so. Ja, wäre denkbar gewesen, aber gut. Könnte man auch überlegen, ob man hier auf die Fläche eins raufstellt. Aber eigentlich möchte ich auch nicht bei mir in der Nähe hier ein Windrad haben, ne? So, gut, haben wir geschafft, die Leute. Dann werden wir jetzt mal schauen, dass wir jetzt im Verlauf der heutigen Folge das jetzt auch noch produktiv kriegen, ne? Oh, auf jeden Fall produziert unser Roder mal gerade gar nichts. Weil alle drei stehen hier in der Kurve. Die sind halt einfach nicht gebremst, das ist aber nichts Neues. Wer von euch hat die Leitplanke entfernt? Ehrlich? Die nächsten dürften kein Problem haben, weil die ja nicht mit Vollspeed ankommen, ne? Der kleine Fakt möchte aus dem Schafstall abgeholt werden. Ja, stimmt. Sollen wir kurz mal gucken. Was sagt denn eigentlich unsere Zuckerfabrik? Wie viel Zuckerrübe ist denn da? Ja, 1,2 Millionen geht noch. Also eine gute Million, nachdem die da waren hier. Das sind ja wieder 200.000. Okay. Eine neue Mission am Start. Dann würde ich sagen, kaufen wir einfach nochmal Schafe hier oben im Norden. Das wird dann ein bisschen länger dauern, bis sie reproduziert sind. Was lohnt nicht, die jetzt wegzufahren, die paar. Ich kann lieber neue kaufen, also ausgewachsene. Ach, 30 weitere steht da oben. Da kraust es einen so ein bisschen vor, ne? 30 weitere. Puh. Wie kann man das noch einstellen, dass man nur bis zu, weil der nervt nicht so viele, oder? Warte mal, wie viel kann man noch dieses hier Produktionsinfo-Gedöns einstellen? Irgendwo Production-Info hat 8 Zeilen. Booster, ich habe nicht mal Booster angezeigt. Position. Auch da kann ich aber nicht sagen. Nur Anzeigen für Sachen der nächsten 36 Stunden, ne? Oder so. Oder halt 50 Stunden, was auch immer. Oder gibt es noch eine weitere Einstellungsmöglichkeit dazu? Kein Windrad, aber ein Misthaufen vor der Tür. Ja. Na? Der ist südlich gelegen, ne? Das heißt, das Wind weht immer woanders hin. Wind kommt ja eigentlich fast immer vom Westen. Das zieht eigentlich dann übers Feld, ne? Nee. Okay. Zieht eher zum Hafen, ne? Ja genau, zieht zum Hafen rüber. Ja, im besten Falle schaffen wir heute noch ein ganzes Stück und morgen ein ganzes Stück und dann kommen wir durch den Winter durch, ne? Ja, mit Tiere sind wir jetzt erstmal soweit durch. Das heißt, wir können hier erstmal wieder tauschen. Also die Produktion arbeite ich ja Stück für Stück teilweise auch schon durch, so ist es ja gar nicht. Aber ich habe halt auch nichts, wo ich da oben halt mal, kann ja keine Gärreste mehr holen. Kann den Separator nicht weiter füllen. Also ne, weder eine Düngerherstellung noch Separator, sei denn ich würde einkaufen, aber ich will ja nicht einkaufen. Also kann ich da erstmal nichts machen. Wasser können wir machen, sobald der Schweinestall gefüllt ist. Vorne steht gerade wieder der Futterabkipper. Hat er auch Futter ab oder hat er schon? Oder da Wasser LKW. Oh, die Fischer da, ja. Wir haben ein Problem. Bei Futter Wasser. Der Trigger. Ich will echt noch ein Stück nach hinten schieben, hätte ich nicht gedacht.
Die erste Ladung Futter? Warte. Sieht so aus, ne? Dann holen wir gerne noch mehr. Wenn man gerade Ausdurchfahrt. Eigentlich nicht gewünscht. Ja, das stimmt. Ja, ich meine, es macht ja auch Sinn, dass die Schafe denn das Gras da unterfressen. Und teilweise ist es auch gut beschattet und wächst dann auch und brennt nicht so aus, ne? Hat ja auch Vorteile. Der will noch 37 Minuten brauchen. Oh, ich denke nicht. Ich denke, das dauert länger. Würde nämlich heißen, er wäre zum Ende der jetzigen Folge durch. Wer es auch glaubt, schreibt gerne rein. Ich glaube nicht. Ja, Milch haben wir nix. Also dieses, das wird nix. Düngerherstellung Wasser können wir machen. Sägewerk Hackschnitzel erholt sich von selbst. Also ne, das ist ein Eigenprodukt. Feldkürbisse, also leere Holzkisten und die Bienenstöcke wollten wir nochmal rüberbringen. Da könnten wir eigentlich gleich mit weitermachen. Ja, und die Pelletsfabrik können wir mit der Wartung, die in dem kleinen Transport Trigger drin ist, natürlich machen. Ich würde jetzt aber eigentlich erstmal gucken, dass wir Stroh und Gras Ladung machen für den neuen Schafstall, ne? Dass wir jetzt heute wirklich den zweiten Schafstall, den dritten, das ist dann ja schon den großen Schafstall, produktiv kriegen, damit wir dann wirklich irgendwann genug Schafe und dann vielleicht auch genug Lamm haben, um die immer regelmäßig wegzubringen. Kommen wir einfach zur Ballenhalle und nehmen uns ein paar Ballen raus. Ich ist eigentlich egal. Steht aber auf Autolot. Ja, die guten 220er Quaderballen zum Beispiel. Können wir also 28 je Sorte, 28 mal Stroh, 28 mal Gras mitnehmen. Haben wir hier, ne? Das sind 28 Grasballen und dazu gibt es jetzt noch 28 Quader Stroh. Das ist das Praktische, dass man mit den 10er Schritten auslagern kann. Zwei weniger oder drei weniger und schon dürfen wir ungefähr voll werden. Ja, schön. Perfekt. Wir brauchen nur noch Wasser da drüben. Schon ist gut, ne? Wobei, ja gut, wir können ein paar von den Sammelpaletten von der Wolle von dem anderen Schafstall vielleicht rüberstellen. Ja, die Lager sind auch voll mit Hackschnitzel. Das kann ich auffüllen, aber brauche ich nicht, weil das relativiert sich von jeder Stunde, ne? Spätestens nach der nächsten Nacht ist der Bedarf komplett weggerutscht, weil ich hatte längere Zeit Hackschnitzel beim Sägewerk aus. Hab's jetzt mal wieder angeschaltet. Wir haben den Servicewagen, der hat ein bisschen Wartung geladen, sodass wir diesen einen Wartungsbedarf da auch mal wegdrücken können. Wir haben ja jetzt seit neuestem eine zweite Werkstatt. Wird jetzt gerade ihren Betrieb aufgenommen vor kurzem. Man muss natürlich jetzt auch erstmal anfangen, Wartung zu produzieren. Dann wird er schön verteilt und dann wird Stück für Stück die ganze Produktion wieder repariert. Wartungsträger beim Zement. Was ist das? Also die Zementfabrik. Was benötigt die Saatgutproduktion? Saatgut. Hier Korn. Gegen ein Korn. Ich wüsste jetzt auch gerade nicht genau, welcher der Trigger der Wartungsträger ist.
Zweifel da auch, wo Strom auch gehen würde, aber auch das wüsste ich nicht genau. Hallo Romantiker, schönen Abend noch, danke fürs Reinschalten. So, ab auf die Insel. Ja, aber Gelegenheit, also ne, wenn ich in der XML-Datei könnte man nachgucken und da würde man dann sehen, was das überhaupt, ne. Sieht schlecht aus. So viel drauf auf dem Anhänger. Aber der ist trotzdem schon voll, ne. Würde ich jetzt also nicht höher skalieren. Da tendiere ich jetzt eher dazu, hier erstmal schnell in die Ladung abzuladen und dann einfach nur zwei Schichten aufzuladen. Aber drei Schichten müssten ja auch gehen. Türchen öffne dich. Das wird auch knapp. Der Kögel kommt da auch nicht durch. Rückwärts ja, aber vorne diese blöde Kante, ne, ist einfach immer zu hoch. Muss ich da echt rückwärts reinsetzen. Ja, hoffen wir mal, dass das Tor dann auch aufgeht. Autodrive-Kurse. Jetzt erstmal froh, wenn ich überhaupt was reinkriege. Also Empfehlung, hier nicht mit dem Kögel zu arbeiten, sondern mit einem anderen. Dem meisten wahrscheinlich noch gar nicht aufgefallen, weil bisher hat, wenn ihr den schon platziert habt, der hat ja keine Kollision da drin gehabt. Und dementsprechend gab es das Problem in der Version noch nicht. Oh, naja, das bringt auch nichts, eher noch höher. Akku mal, so haben wir das meiste weg. Eine Abstimmung wäre wieder mal toll. Kann bald keinen Kaffee mehr ausschenken. Wie bitte? Das kann nicht sein. Weiß zufällig jemand, warum beim Bauen unserer Tierweiden sämtliches Gras verschwindet? Da muss man Zweifel neu malen. Geld wieder gut schreiben. Auch dieses Grazing Animals, was auch immer. Oder sie würden ja eigentlich auch selber. Die Schafe könnten sich hier, glaube ich, durch die Wiese, die sie haben, fast selber verpflegen. Ja, das sieht schon mal gut aus. Jetzt brauchen wir nur noch Wasser hier drüben. Das soll auch hier hin. Also entweder muss ich den noch höher skalieren oder ist es halt echt mit dem nicht möglich, da reinzufahren. Fertig. Ja, also Zementproduktion, XML-Datei öffnen und mal gucken, wo da Maintenance drin steht. Dann weiß man, in welchem Trigger das drin steht. Weiß ich nämlich jetzt selber so auch nicht. Zwischen den Folgen könnte ich gucken, aber es wird noch eine halbe Stunde dauern. So. Können die ja mal zum Sägewerk schicken, damit wir mal diese Bienenstöcke, Booster-Geschichte machen und die leeren Holzkästen zu den Kürbissen kriegen. So machen wir das, ne? Oh nee, ach Mann. Das lief so gut zuerst heute, die erste Stunde, und jetzt? Ja, so. Nee. Extra Milch-LKW würde ich jetzt noch nicht kaufen. Ist zwar schön und schick und werden uns irgendwann leisten, aber ich habe ja aktuell keine Milch, die ich transportieren will in Mengen. Also wäre das ein bisschen verschwendetes Geld. Die Paletten stehen oben aber noch nicht im Bedarf.
Also, wir nehmen sie meistens eh mit, weil wir dann auch noch mal gucken, was bei der Obstplantage vielleicht fehlt, aber. Es fällt halt häufig nicht auf, weil viele auf Wartung und Verteilen drin haben. Gut, so, das läuft. Mal gucken, Wasser bei den Schweinen müsste jetzt eigentlich durch sein. Kommt jetzt der Rest, wenn er wieder kommt. Also da muss irgendwo unterwegs sein wahrscheinlich. Wenn sie ein bisschen mehr Gülle produzieren würden hier, ne? Hm. 3000 Liter. Da habe ich da eigentlich 1 Million als Kapazität eingestellt. Die produzieren so wenig Gülle. Egal. Der holt nochmal Schweinefutter. Da ist er. Den wollten wir uns übernehmen. Denn damit wir die Schafe kaufen können, brauchen wir Wasser. Die sollen sich ja auch gleich wohlfühlen und hier erholen. Und deswegen brauchen wir Wasser bei den Schafen. Bevor das jetzt hier noch irgendwo wieder weiter Neuwasser verteilt, brauchen wir es erstmal da drüben. Und mal schauen. Tiere Schafstall, Schafstall Insel. Force hat schnell geguckt oder getestet. Da wo man die Leerpaletten abgibt, ist auch der Wartungstrigger. Da müsste er das eigentlich auch akzeptieren. Wenn er Leerpaletten annimmt, müsste er auch die Wartung akzeptieren. Und der ist hier. Den fahren wir mal zur Pelletsproduktion. Weil da weiß ich auch nicht, wo der Wartungstrigger ist. Müssen wir zum Zweifel suchen. Testen wir wahrscheinlich auch bei den Leerpaletten. So, dann gehen wir einen weiter. Da ist er. Jetzt müssen wir erstmal wieder umschalten, Outlook einschalten, weil Ballen ist nicht mehr. Ist aber auch schnell hier hingekommen, ne? Was haben wir denn Schönes? Warmplatten, USB-Platten. Das können wir natürlich auch alles mitnehmen und einlagern, sonst im Zentrallager. Und die Leerpaletten nehmen wir auch mit. So, dann fahren wir rüber zum Tischler. Bisschen zu voreilig. Auch bei den Paletten, danke. Was sagen wir denn jetzt noch wieder gut schreiben? 15.000 oder nee, 30.000 für die Miststelle, oder? So, Kisten
Okay. Möbel, ja, für Zentrallager, ne? Das lohnt. Werkpalette nehmen wir hier nicht mit. Leere Holzkiste nehmen wir mit. Und die Bienenstöcke nehmen wir mit. Die Fässer können wir auch mitnehmen, ist ja auch wertvoll. Brauchen wir zwar so noch nicht, aber kann in die Produktion rein, ne? Bienenstock hier. 63.000, das ist auch echt viel. Da können wir auf jeden Fall drüben schon mal schön aufteilen. Wobei, Warnerinnerung, die Leute. Wir haben noch heute die Zeit. Ich fahre jetzt erstmal zu den Obstplantagen hoch. Und dann gucken wir mal kurz, weil so weit ist es ja nicht weg. Wer von denen jetzt eigentlich im November noch produziert? Und dem stellen wir einmal einen Bienenstock hin. Damit die Bienen jetzt noch kurz vor dem Winter dann nochmal Gas geben und wir einen kleinen Bonus noch kriegen. Gegenlenken reicht nicht mehr. Nein, ist nichts passiert. Schon wieder sehr umwerfend. Ich muss los. Kaffee, Prost, Kaffee, Prost. Oh nö. Alter. Das war aber ein Manöver, ne? Trotz. Schön lange auf der Seite gefahren. Wird jemand blockiert? Das ist schade. Wollen wir mal gucken. Ich glaube, Apfel haben wir nicht mehr, ne? Müssen aufpassen, dass er nicht einfach sinnlos was reingibt, was wir jetzt eh nicht mehr brauchen. Das Schild sagt nur bis Oktober beim Apfel. Also deaktiviere ich das auch und pack da jetzt nichts rein. Wir haben hier 120 Liter Honig. Und 8000 Apfel. Was nehmen wir denn mal mit, wenn wir den Rest Obst demnächst holen, aber vorher lohnt das nicht. So. Hier sieht so aus, als könnten die noch was vertragen. Hm. Ja. Oh. Wollte ich so gar nicht. Also kriegen die mal 10.000 Bienenstock. Und dann haben wir jetzt automatisch den Bienenbooster und kriegen dann ja auch mehr Birne raus und wir kriegen auch ein bisschen Honig dazu, ne? Genau. Herbizid würden die sich noch wünschen, aber dann bräuchte man ein Tabakfeld, ne? Wie ist das eigentlich? Genau, wir haben doch noch ein Feld frei. Näppchen? Nö. Wir haben noch ein Feld frei. Was wir nicht haben... Mein Gott, dass ich die Ketchup-Produktion im nächsten Jahr kriege, ist eh utopisch. Also Leinsaat könnte man immer noch anpflanzen. Kleegras könnte man noch anpflanzen, Vermehrungsgras oder halt im Frühjahr auf das Feld Tabak. Ich glaube, das sehe ich schon mal. Eine Pflanzenschutzproduktion zum Ende des nächsten Jahres wäre schon gut für die ganzen Plantagen, Gewächshäuser und hast du ja nicht gesehen. Ich fahre jetzt hier nochmal so ein bisschen durch mit den Leerpaletten. Och man, ich lade immer blöd auf. Ab. Weiß ich, 1000 Bienen habe ich nur noch drauf. Ne, die anderen sind noch nicht festgegoldet, oder?
Ja, man kann sagen, 53.000 haben wir mit. So, Kirschen wissen wir auch, ist schon länger leer. Haben wir auch, glaube ich, ausgeschaltet. Genau. Und Pflaumen. Mal rüberrennen. Der produziert auch nicht mehr. Die Pflaumen sind auch vergammelt. Ich packe da jetzt halt nichts hin. An Bienenstock und so weiter und so fort. Weil man muss ja sagen, das lohnt jetzt nicht. Dann liegt das da jetzt irgendwie bis... Guck mal, die produzieren erst im Juli wieder. Und wir würden hier für 6 Monate, also praktisch für ein ganzes halbes Jahr, würde hier Bienenstöcke rumliegen. Und ja, ne, wofür? Nähkettenmod? So rutschig gerade. Nee. Immer noch, ja. Nee, im Winter bei dir. So, jetzt kommen wir damit auf die Insel, Kürbis bedienen und Leerpaletten verteilen und die ganzen Bienenstöcke verteilen. Wobei das, ja. Ja, ich glaube, da verteilen wir das dann einfach. Und der Rest der Ladung hier geht ins Lager, ne? Ja. Aha. Ja, die startet ja nicht mal im Frühjahr, da startet im Sommer. Deswegen mache ich das jetzt nicht. Sonst hätte ich, ne, klar, zum Start sollen auf jeden Fall welche sein. Aber die kommen da jetzt nicht ein halbes Jahr früher rein. Ich glaube, man kann so ein bisschen überlegen, bevor das so richtig losgeht mit Erntezeit und so weiter, nachdem man die Frühjahrsaussaat durch hat, also so im April, sollte so ein Monat sein, glaube ich, wo man die Obstplantagen und die Feldproduktionen bedient mit sowas allem Möglichen, ne? Weil ab Mai geht es dann ja langsam wieder los. Juli, Juli, August, je nachdem. Dann die Hochzeit. Ja, hierfür brauche ich noch was, ne? Ich habe schon was überlegt. Muss ich noch mal gucken. Will. Bienenstöcke im Lager, weiß ich nicht. Ja, Melasse beim Labor, das wird auch wieder sich relativieren. Wir hatten da schon länger. Ich muss erstmal gucken, ich lasse hier automatisch fahren. Den Rest Sorghum nicht verarbeitet in der Zuckerfabrik. Ne, ich kann einfach. Ach Mensch. Felder. Dann 74 und dann. Hart für den Rest. Und das hier muss jetzt fertig werden. Ich will das auf jeden Fall. Also jeden Fall heute fertig bekommen. Also sag mal, ich kann keine Hühner laden. Warum nicht? Also bei mir geht's mit dem Anhänger. Streusalz. Einmal Schnee schieben und Streusalz. Auf Hof warten. Der kommt schon zurecht. Wir trauen dem. Die warten da alle schön. Er wartet natürlich auch auf Frühjahr. 32 Minuten noch. Hier kommt noch eine Ladung Schweinefutter. Und unser Wasser, genau, ich kann sagen, unser Wassertransporter dürfte angekommen sein. Da müssen wir aber noch ein bisschen. Weiß gar nicht, was haben wir? Haben wir jetzt hier irgendwas? Ach so, hier ist noch so ein alter Kurs, ne? Taugt nichts mehr. Ansonsten passt das hier rundherum. Das passt natürlich noch.
Welt 78. Aber bisher zu wenig drauf gearbeitet, ne? Auch keine Düngermission oder irgendwie sowas mal schönes. Flugmission, Grubbermission, ich weiß es nicht. Irgendwas, was viele Stunden arbeitet, ohne dass man selber so viel eingreifen muss und damit sogar noch Geld verdient und 3% Nachlass. Der macht jetzt auch nicht mehr ganz so viel Sinn. Der eine scheint ja sogar durch Zufall sehr gut hier durchzulaufen. Ne? Das ist sogar ein orangener Kurs. Der geht eigentlich echt exakt da durch. Was nicht geht, ist jetzt diese Nebenstrecke hier. Die muss weg und das muss weg. So viel Zeit muss zwischendurch mal sein. Wenn wir jetzt rundherum also nebenan eine grüne Strecke machen, auch wenn es theoretisch ein Umweg wäre, denkt Autodrive, dass es kürzer ist und wird dann die grüne Strecke nebenan fahren und wird nicht immer da dagegen fahren, ne? Weil ansonsten ist ja blöd. Und das muss eben auch verkehren. Das hat auch keinen Nutzen mehr. Das hat auch keinen Nutzen mehr. Alles kein Nutzen mehr, aber ob das dort hinten da ist oder nicht, das ist dann auch egal. Abfahrerfeld 79, okay, wir fahren jetzt mal hier durch. Ach, muss entladen werden, kommt hoffentlich gleich. Das sollte echt passen. Man kann natürlich ein bisschen überlegen, ob er noch ein ganz bisschen nach rechts rüber zieht. Damit er ein ganz bisschen mehr mittig ist. Aber das muss weg. Also hier müsste eigentlich ein Punkt rein für Schafstall, Stroh und Futter, ne? Lass uns mal gleich einen neuen Punkt hier machen. Schafstall, Insel, oder ne, ich mache einfach Schafstall 800. Stroh und kann ich auch uns so ein Zeichen. Oder spart man zwei Zeichen, ne? Stroh und Futter. Hier ist ja angeschlossen, das ist alles in Ordnung. Wechseln wir hier noch ein bisschen mehr mittig, dann passiert da auch nichts. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob man da Wasser ausladen möchte. Wasser wird hier noch nicht angenommen. Ab hier wird Wasser angenommen. Dann fahren wir mal einen Meter weiter, damit er auf den nächsten überspringt. Und bei dem... Ja, das passt. Bei dem legen wir den an, ne? Plus... Auf Stall 800 Wasser. Hätten wir das erstmal. Und dann hier eiert er hier so komisch rum. Ich glaube tatsächlich, das wird knapp. Das war jetzt eigentlich die Idee. Insel Mist. Und dann hier wiederum ran. Stopp.
Also hier wird es nicht ganz so einfach, weil da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen länger schon gerade drauf vorfahren. Sonst glaube ich, kommen wir da nicht rum. Und das würde heißen, man muss hier schon ziemlich straight rum. Da habe ich einen Wasserladepunkt, habe ich hier noch nicht gebaut, ne? Ich glaube, ich habe noch keinen Punkt für Wasser gemacht. Wo ich jetzt Wasser auflade. Das könnte man aber irgendwo hier neben machen, ne? Wenn man jetzt hier tatsächlich so eine Randerscheinung macht. Weil die rennt. Heilung. Also jetzt hier, ne, fahren wir auch einmal parallel neben. Dann nehmen wir jetzt normal auf. Gut. Ohne farbliche Spiele. Das heißt, den würde er immer bevorzugen und nicht durch den Stall fahren. Soll er da ja auch dann nicht. Und jetzt mache ich mal kurz Stopp. Connecte die beiden. Ab hier würde ich es versuchen wieder mit dem. Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen Wasser reinpacken. Aber auch knapp von der Höhe, ne? Hier gibt es keinen mehr. Warte eigentlich auf einen Punkt, auf einen neuen. Achso, hat er hier gesetzt. Schraubstall, Deich, Insel, Wasser. Schraubstall, Deich, Insel, Wasser. Bauen noch ein bisschen geradeaus raus. Das ist hier. Wahrscheinlich schon ein Stück zu weit, aber das glaube ich macht nichts. Schraubstall, Deich, Insel, Butter und da geht nicht. Butter muss man sich merken, das ist auch für Stroh gilt. So, stoppen, den hier so einfach rumdrehen und schon ist schick, ne? Ja, ob das schick ist, weiß ich nicht, aber besser als sonst. Wenn ich das Ganze jetzt noch ein bisschen in Ordner sortiere, das ist schon fast Premium. So, dann gucken wir mal die ganzen Schafstallgeschichten. Schafstall 800, Stroh und Futter. Tiere, Schafe. Schafstall, Deich. Jetzt muss man nur theoretisch rückwärts ranfahren, ne? Dass man mit dem Tieranhänger da auch immer drauf zugreifen könnte, mit rückwärts ranfahren, dass er denn da steht zum Tiere aufladen. Aber ich will das ja nicht übertreiben. Abschaut. Das ist hier. Schafstall, Deich, Insel, Futter. Deich. Das andere ist ja auch noch Deich, Schafstall, Deich, ne? Das fehlt denn ja noch der andere, den wir als erstes platziert haben. Ölmühle, Zuckerfabrik, Zellstoff, Textil, Sägewerk, Separator, Raffineriepellets, Molkerei, Malz, Mehl, Kuhstall, Milch abholen. Kuhstall, Milch abholen, das gehört, würde ich behaupten, zu Tiere, Kuhstall, Hof.
Insel Mist gehört auch hier mit drauf. Weil er einfach zu den, also hier sind überwiegend Schafe, ne? Insel Mist. Da sind zwar auch ein paar Hühner noch mit dran, aber passt schon. Ich glaube, es ist schon nicht ganz verkehrt. Ich habe nämlich hier den Brunnen gesetzt, wo du sagst. Nur so eine kleine Schleife dann auch, ne? Aber ich habe den nicht angebunden. Wo fährt er denn raus? Fährt er denn übers Feld zurück? Na, das muss ich ja auch. Dieselwasser denn hier benennen oder irgendwas. Aber als Nebenstrecke, ne? Ja, das geht, wenn wir jetzt hier einfach anschließen. Hier kann ich schon auffüllen. Okay, stoppen. Das hier ein bisschen randrehen. Das heißt, dadurch, dass es orange ist zwischendurch, wird er auch definitiv länger sein, auch wenn es sonst die kürzere Strecke wäre. Und hier kommt jetzt noch ein Punkt hin. Inselwasser. Und Inselwasser wird gleich verteilt, Leute. Achtung, Achtung. In die Wasserbeladenkurse. So. Gut, danach wollen wir aber erstmal zum Hof wieder zurück. Wir sind am Ende der Folge, Leute. Von daher vielen Dank fürs Reinschalten. Eine machen wir heute Abend noch. Bis dahin, vielen Dank. Tschüss. Bis gleich.